Willkommen zurück zu Oknit und der traurigen, flügellosen Elfe. Ja, wir sind im zweiten Kapitel und haben schon allerhand Männlein und Viechlein getroffen. Nächste im Wasser. Hier eine flügellose Elfe, die offenbar Flügel gerne hätte. Tja, wie basteln wir jetzt Flügel? Rohrkolbenhüllen und Zeug. Nesseln, wir haben eine Tafel, einen Ast, wir haben einen Brunnengeist, wir haben einen Wassergeist statt Haus- und Hofgeist. Naja, jetzt müssen wir irgendwie die Leute. Ach, und ein Rabe, der ein Auge möchte. Vielleicht mit einem Auge aus Brombeeren. Nee. Nesseln. Was müssen wir denn genau tun? Genau, Hörproblem haben wir schon gelöst. Der alte Mann im Brunnen. Die Elfe braucht Flügel. Der Rabe kann ich in die Zukunft sehen, ihm fehlt ein Auge. Der Mann im See ist neidisch auf die Kräfte der Elfen. Interessant. Also entweder brauchen wir ein Auge oder wir brauchen Flügel. Und genau, wir haben eine Flasche am Seeufer, haben wir eine Flasche im Wasser. Na, weg. I've never met someone as beautiful as her, Na? but still she appears so sad. The creature looked down at its tiny hands. If there is some way for me to make her smile, I want to find it. Wir reden noch von der Elfe, oder? Ja, möchte irgendwie das Elfchen wieder zum Lächeln bringen. Ja. Wie ist das möglich? So, wie kommen wir in die Flasche? Können wir das irgendwie kombinieren? Brombeeren, schlammige Tafel. Vielleicht möchte es auch einfach die schlammige Tafel haben. Vielleicht ist das aus dem Wasser. No, nee. No, that's not how it happened. Wir schmeißen den Stein auf die Flasche. Ja, okay. Nun gut, vielleicht doch ein Boot bauen. Rinde mit dorniger Ast. Ah, genau, so habe ich mir gedacht. Jetzt brauchen wir nämlich noch ein Segel. Oder angekokelte Ast, können wir ein Feuer machen. Nein. Ast und Rinde. Ist ja quasi schon ein Bötchen. Ne? Nein. Nein. Nein, nein, nein. Nee, das will ich nicht haben. Was fehlt denn dann noch? Ast und Rinde. Brombeeren. Wer mag denn Brombeeren? Vielleicht mag das Vieh einfach nur mal. Nee, Vogelbeeren, Brombeeren. Vielleicht mag der Vogel einfach nur was futtern. Ja. Nein. Das war klar. Toter Baum. Was braucht es? Eisenmünze. Kann es nicht als Auge tragen? Ich verstehe. Brombeeren. Rohrkolbenhüllen. Blasrohr. Nee. Kann ich das als, Nee. Das kann man auch nicht als Ruder benutzen oder so. Nesseln. Kann ich die klein hacken? Zermalmen. Nee, kann ich nicht. Rohrkolbenhüllen. Was soll denn in die Hüllen rein? Verstehe ich nicht ganz. Es geht wieder das wilde Kombinieren los. Der Klassiker. Ast und Rinde. Komm. Mit allem mal verbinden. Nee, ist alles Quatsch. Das ist ja klar. Ast und Rinde. Wir brauchen irgendein Segel, irgendein Tuch. Fischernetz haben wir ja schon verwendet. Was ist das denn hier? Das komische Seil, aber nichts passiert. Toter Baum. Mit den Pilzen kann man auch nichts machen. Sehr, sehr merkwürdig. Vielleicht mal wieder zum Opferstein zurück. Was mit dem Eisenring? Was ist mit dem Eisenring? Nesseln. Nesseln mag es auch nicht, oder? Oder mag es Nesseln? Nein. Natürlich nicht. Eisenring. Ich würde gerne irgendwie eine Schnur dran befestigen, vielleicht. Schnur oder Tau oder Seil oder sowas.
Vielleicht kann man das dann irgendwie zu Wasser lassen und dann darüber segeln oder so. Was kann ich damit anfangen? Im Brunnen war auch nicht mehr viel, ne? Hier ist auch nichts. Der Elfenbaum. Der Pilzkreis. Opferstein, Opferstein. Was können wir denn hier opfern? Angekohlter Ast. Bisschen Nesseln, irgendwas Lebendes? Nee. Leckere Brombeeren. Ja, ist ja klar. Elfenbaum. Elfenbaum. Vielleicht können wir irgendwas. Die Runen anmalen auf dem Elfenbaum. Nee. Das ist natürlich klar. Schlammige Tafel. Kann man das nicht irgendwie abwischen? Dann irgendwie was lesen? Was ist da drauf? Schlamm. Da ist Schlamm drauf. Was können wir mit dem Schlamm machen? Irgendwie die Bakterien, ne? Dass es nicht so schnell untergeht? Nee, ne? Nichts bringt was. Okay. Brombeeren. Wer hat denn Hunger? Kein Mensch hat Hunger. Naja, da könnten wir irgendwas opfern. Ich dachte ja ein Stück Kohle oder irgendwie sowas, dass man da was hat, was länger hält als Opfer. Irgendeine Elfenmagie. Der ist neidisch auf das Elfenzeug. Er muss es also auch irgendwas Magisches bekommen. Nur was? Flügel. Wie bekommen wir Elfenflügel? Mit irgendeinem Strauch wieder übersehen? Strauchdieb. Wir müssen zum Strauchdieb werden. Was können wir hiermit machen? Können wir das festmachen? Festzurren. Ja, da fehlt natürlich die. Das ist das Seil. Schlammige Tafel. Und das will es nicht haben, nein? No. Nee. Mit C. Brombeeren. Futter? Hungert's nicht, nein? Okay. Oh, jetzt geht's wieder los. Jetzt muss ich wieder munter Rätsel raten. Keine Ahnung, wie ich jetzt was kombinieren kann. Alter Brunnen. Alter Brunnen. Was will es denn? Wir haben bekommen eine schlammige Tafel. Hat es noch mehr Hunger? Nesseln. Ah! No, Ach. that's not how it happened. Aber erstmal vorlaufen. Eisenmünze. Ja, ist ein bisschen dümmlich, aber ich weiß nicht, was sonst. Wenn ich das hier drücke, kommt Wasser aus dem Boden. Das sind ja alles nur komische Effekte. Das hat nicht viel zu bedeuten. Die wachsen entweder solche Dinger oder nicht. Ein leuchtendes Brunnenherz. Aber ich kann hier nichts machen, oder? Hier sind wieder die komischen Pilze, mit denen kann ich auch nichts anfangen. Pilze. Pilze anmalen. Ich denke nicht, dass man irgendwas mit dem machen kann. Die gibt es nämlich in zwei oder drei verschiedenen Bereichen. Anpacken, reden. Okay. Vieh stinkt. The Brutensgruber was busy studying the insects on his arms and took no notice of the small creature. Aha, schau sie die Insekten auf den Armen an. Ist wichtiger, klar. Brunscuba. Okay. Wachgeister im Brunnen, alles klar. Tja, ich bin wieder mal in Punkt. Rohrkolbenhüllen. Was brauche ich denn? Wofür brauche ich Rohrkolbenhüllen? Rohrkolbenhüllen. Ast und Rinde. Was kann ich damit anfangen? Also die Elfe braucht Flügel. Okay. Soweit, so gut. Ich habe immer noch das Gefühl, ich brauche seine Federn. Und die klebe ich dann dem Vieh an, irgendwie. Aber wie machen wir dem
Ihm ist das Auge rausgefallen, ne? Angrabbeln geht nicht. Creature. Ja, ja, der Nattram ist zu weit weg. Once the right eye is back in the void, the future will reveal itself before your very eyes, yes. The Nattram called out, clacking with its beak. Der braucht sein rechtes Auge. Ein Auge ist ihm rausgefallen. Vielleicht braucht er ein Glasauge und das Glasauge ist in der Flasche. Aber wie kommen wir aufs Meer hinaus? Der Baum ist fertig, ne? The dead tree had nothing else to offer the small creature. Das denke ich mir. Sollen wir erstmal füttern, den Vogel? Hm. Ne, will er nicht, ne? Will er nicht haben. Und dass die Eisenmünze nicht als Auge hält? Hm, okay. Rohrkolbenhüllen. Ist das ein Auge? Hm. Ne? Kräter. Oh. Stimmt, die haben noch gar nichts angeklickt. Wassertriedel aus dem Fass. Und ein Schneck. Schneckenschleim. Aha, zum Flügel ankleben. In its escape, the snail had left a thin trail of mucus on the stones. Lecker Schleim beim Davonhuschen. I wonder why it was in such a hurry. The small creature thought as it tried to see where the snail had run off to. Hallo? Ja, wovor ist sie wohl geflohen? The adhesive mucus was too sticky for the creature to carry in its hands. Aha, klebriger Schleim. Nehmen wir doch die Rohrkolbenhüllen. Die füllen wir mit Schleim auf oder so. Nee, das ist natürlich Quatsch. War ja nur ein Trick. Nee. Mit den Nesseln aufsaugen. Nee. Die Brombeeren. Okay, das ist also alles Quatsch. Nee. Ja, das ist natürlich doof, ne? Dieses ganze Rumprobieren. Also irgendwie müssen wir das hier abkriegen. Ja. Und nu? Brauchen irgendein. Was weiß ich? Irgendein Gefäß. Oder. Vielleicht die. Genau, die Flasche brauchen wir da wahrscheinlich, oder? Flasche für den Kleber. Wie aber kommen wir ins Wasser? Und wie kriege ich den komischen Eisenring hier ab? The small creature lifted the ring and let it fall down again with a thud. Krasser Wind. Achso, ich muss ins Wasser setzen wahrscheinlich mit Segel und dann den Wind aktivieren. Und dann wird es da hingetrieben oder so. Was macht das Wasser? Leuchte ich? Ne, keine Ahnung. Und das ist die Kreatur da hinten. Die lässt sich aber nicht anklicken. Okay, okay, okay. Ich bin immer noch der Meinung, wir müssen das hier irgendwie ins Wasser setzen. Mit dem See. Das geht so nicht. Das geht nicht. Okay. Komische Kreatur erscheint ja im Opferstein. Vielleicht kann die irgendwas. Gibt die uns die irgendwas oder so? Auch Quatsch. Mit den Pilzen können wir nicht so viel anfangen, oder? Das sind aber andere Pilze, heißt es doch. Elfenbaum. Komm, bleib stehen. Du Lump. Hier plätschert Wasser. Das ist die. Ah ja, die Elfen. Jetzt erscheinen die Elfen. Aber. A group of Alvor had suddenly appeared up in the tree's canopy. Bringt aber nichts, ne? Weil wir können nichts mit denen anfangen. Und verschwinden wieder. The old tree's bark was thick and sturdy. Dick und robuste. I wonder how old I will become. Ja, ja. A tree
Oh. Komische Zeichen wieder, ja. Aber bringt alles nichts. Opferstein. Können wir gucken, ob wir irgendwas, was wir haben, opfern können, wie die schlammige Tafel. Hm. Nee. Die Nesseln. Hm. No. Brombeeren? Hm. Nee. Das braucht bestimmt irgendwas. Den haben wir schon geopfert, ne? Rohrkolben. The small creature placed the bulrush pods on the stone. Ach ja? Ein Lagerfeuer müssen wir machen. Dass es richtig abgeht hier, oder? Verkohlten Ast noch dazu? Nee, das ist natürlich Quatsch. Jetzt opfer ich statt dem einen Holz diese komischen Rohrdinger. Okay, Feuer frei. As the bulrush began to smolder, a trail of smoke emerged and began its journey towards the sky. Oh, das mögen die vielleicht gar nicht. Sind sie sauer, die Elfen? Wir holen die Elfen dazu. As the Alvor started to cough from the thick smoke, a thin trail of Alv dust fell from them, forming a small pile on the ground. Jetzt kann die Elfe wieder fliegen, oder? Das ist ja schon gemein. Elfen ausräuchern, als wären es irgendwelche stinkenden Bienchen. Okay, schnell den Elfenstaub mitnehmen. A pile of Alv dust had formed on the ground underneath the tree. Ja, ich sehe das. Was ist das wohl? It sure does sparkle, the small creature said as it stood in awe of the beautiful powder. Sparkle. Also entweder kann da die Elfe mitfliegen oder muss es dem dem Nachtkrab, dem Nattram ins Auge rammen. The small creature managed to scoop up the glowing pile of Alv dust. Oh, sehr gut. Vielleicht Elfenstaub und Schneckenschleibe bringt Flügel zum Wachsen? Oder so? Sonst bleibt er nicht kleben an der Elfe? Weiß ich nicht. Wir gehen mal zur traurigen Elfe. Vielleicht ist das Rätsels Lösung. Elfe und Elfenstaub. Hallo? Jetzt kannst du wieder fliegen, wie die anderen Viecher. Scheiße. Elfenstaub. Ach ja, abreiben. Nee. Ach, Elfenstaub will vielleicht die will doch was haben. Irgendwie was Magisches von den Elfen will doch die Nixe haben. Und dann schubst das mal schön an Land, dass wir sehen, was da drin ist. Und wir haben eine Flasche für den Schleim oder so. Ha? 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 Geht in Position um? Jawohl. Der dunkle See ist ganz hell. The small creature poured the glowing elf dust into the lake. This feeling. I can feel them, their power coursing through me. Maybe you aren't as useless as I thought. Here's a bottle for your troubles. I'm sure you can use it for whatever it is you do. Nacken said with a sarcastic look. You may still be able to prove yourself slightly competent. Get me one of their melodies. I want to see for myself just what makes their songs so captivating. Your reward will be greater next time. Aha. Ich habe eine Flasche bekommen. Und das ist ganz dankbar. Er kann es fühlen, die Kraft. Ich möchte aber jetzt noch ein Elfenlied möchte er auch noch hören. Sollen wir das dann irgendwie in die leere Flasche stopfen? Oh, leeres Papier. Leere Flasche, leeres Papier. Leere Versprechen. The small creature suddenly felt an. Nein, nicht anpacken. You may still be able to prove yourself slightly competent. Get me one of their melodies. I want to see for myself just what makes their songs so captivating. Was eine Melodie bringen. Jetzt haben wir auf jeden Fall eine Flasche. Können wir den Schneckenschleim damit aufnehmen oder mit dem leeren Papier? Nee.
das Papier. Nein. Ah, jetzt haben wir aber ein Segel. Jetzt bin ich gar nicht mehr so sicher, ob das hier wirklich... jetzt müssen wir nicht mehr auf das Wasser, auf das Meer hinaus, oder? Leere Flasche. Machen wir Brombeersaft. Nein? Nesselsaft? Wo brauche ich denn... Schlammige Tafel. Mit dem Papier abschmirgeln? Ja. Wir haben eine leere Flasche. Was mache ich denn mit einer leeren Flasche? Wieder mit Wasser füllen? Am See? Leere Flasche füllen. Nee. Leeres Papier. Wieso denn, was ist denn ein leeres Papier? Leeres Papier. Eisenring kann ich auch nicht anfangen. Eisenring. Leere Flasche. Ich müsste sie füllen. Wieso kann ich das denn nicht mit dem Schneckenschleim füllen? Das ging wirklich nicht. Mit alter Brunnen, mit Schneckenschleim. Vielleicht habe ich mich verklickt, das kann auch sein. Leeres Papier mit Schneckenschleim. The adhesive mucus was too sticky for the creature to carry in its hands. Ja, es ist zu klebrig, um es wegzutragen, aber dafür haben wir noch die Flasche. Wieso will er das nicht? Leeres Papier mit Schneckenschleim. Brunne auch nicht. Nichts geschah. Vielleicht mal die Flasche fürs andere Ohr, da kann er richtig gut hören. Ah nee, halt, es ist ja nicht offen. If nothing is done, they'll cover both me and my well. Stop them, I beg you. Aha, neue Aufgaben. Was geht denn jetzt ab? Der Mann in dem Brunnen will verzweifelt die Pilze abwehren. Bestimmt mit Schneckenschleim. The toadstool. So viele Pilze. Feuer frei. Nee. Und das war? Können sie mit Steine schlagen? Sauber. Jetzt wachsen mir schon mal quasi Flügel. Bringt alles nichts, ne? Braucht bestimmt irgendwie... Nee. Was soll ich denn machen? The toads. Kann ich die irgendwie... Red toadstools. They seem to be spreading fast through the forest. The small creature thought to itself, feeling slightly concerned. Ja, wie kriegen wir die weg? Was können wir da machen? Schneckenschleim drauf. Ich kann sie ja nicht ausrupfen. Ich kann generell nichts. Ast und Rinde. Ja, das hat nicht funktioniert. Komisch. Nesseln gegen Pilze. Ah! Ah! Let out a calm sigh at the sight of the nettles. That should do the trick, at least for a while. The broom scuba looked at the creature. You need to escape this place. You can't stay here. The toadstools will soon engulf this part of the forest. Hurry, flee while you still can. Was geholfen haben wir? Ich soll fliehen. Ach so, neue Aufgabe. Tja, dem haben wir auf jeden Fall, dem haben wir geholfen. Mit den Nesseln. Ich soll fliehen. The stench. The stench, ja. Yeah. Ich soll fliehen. Sind die draußen jetzt auch wieder mehr? Sind mehr geworden, oder? Ich glaube schon. Wie? Vielleicht frisst der Natter mir die.
ganzen Pelze auf. Oh. Toter Baum. Und wieder ein Schneck. Wovor flieht es? Ach, es flieht bestimmt vor den Pilzen. Ich kann es immer noch nicht aufnehmen. Oder vielleicht jetzt? Nein, 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 so nicht. Und dann verschließen mit dem Korken. Ah, vielleicht kann ich die... Nee. Irgendwie ein Schiff in der Flasche. Stopfen wir zurück? Nein. Und ich kann die wirklich nicht aufnehmen, ne? Nein, okay. Tja, vielleicht haben wir noch andere Probleme mit Pilzen. Ist der neu? Oder war der immer schon da? They seem to be spreading fast through the forest. The small creature thought to itself, feeling slightly concerned. Ein eisiger Wind tötet die Pilze. Breiten sich mal weiter aus. Ja, und nur? Der will eine Melodei haben. Da müssen wir dem... Müssen wir der Elfe helfen, vielleicht. Und dann... Tja, Gestrüpp. Gibt's noch was zu holen? The creature thought to itself. Ja, was mache ich denn mit den Beeren? Erstmal die... Komm, ist erstmal eine Beere. Nee. Will keine Beere, will leeres Papier. Damit kannst du fliegen. Doch, kannst du draufsetzen und dann... Oder so. Oder hey, wir werfen dich in der Flasche über den See. Nein, okay. Ast und Rinde zum Fliegen. Jetzt kommt wieder der alberne Quatsch mit. Probieren wir mal alles aus, vielleicht hilft's. Kann sie mit einem verkohlten Ast fliegen? Kann sie also nicht. Das ist jetzt, das ist natürlich jetzt ganz verwirrend. Wir haben genug von denen. Das sind ja schon wieder diese beschissenen Pilze. Kann ich die in die Flasche stopfen? Kaputt schlagen mit der, ne? Papier verdreschen? Auch nicht. Tja, was kann ich da machen? Sind giftig. Spreading, ja, ja. Red Toads. Raschelt's. Aber nichts kommt hervor. Ah! Kann ich irgendwie Tränen aufsammeln? Kann ich da die Flasche hinstellen oder so? Nee, kann ich auch nicht, ne? Nee. Wird schnell die Träne auffangen? Nee, geht nicht. Feuer, dann leuchtet sie ganz doll. Die müssen wir auf jeden Fall wieder, ne, zum Singen bringen, schätze ich mal. Habe ich das jetzt notiert? The small... Oder singt es eine schöne Melodie? Jetzt habe ich einen... Ich habe einen Song gelernt. Kann ich jetzt von dem Song berichten? Oder habe ich das nicht aufgeschrieben? Muss ich das irgendwie auffangen in der Flasche? Ich habe keine Ahnung. Sprechen mal mit dem Vieh. You may still be able to prove. Bring mir eine Melodie. Small creature. Nacken. Nee. Wie kann ich das denn notieren? Die singt was, aber die muss wahrscheinlich eine andere Melodie spielen. So eine richtig schön. Oh, oh nee, ich dachte schon. Ich dachte schon, hä? Opferstein. Können wir die irgendwie aufsammeln, die Geschichte? Da ist was im Wasser. Genau, hier haben wir den Elfenstaub bekommen. Gut, ich kann das nicht mehr aktivieren. Das Vieh interessiert es nicht. Die Elfen kann ich auch nicht mehr holen. Also hier bin ich jetzt sozusagen fertig. Da ist irgendwas im Wasser, aber das bringt wahrscheinlich nicht so wirklich was, oder? Ach nee, guck mal hier. Mehrfach drauf, dann geht's immer weiter nach Osten. Jetzt springt es irgendwann jetzt aus dem Wasser. Ein Fisch vielleicht. Nur ist es weg. Ach nö, jetzt kommt es da wieder raus. Und was, wenn ich es nach da drüben schicke? Kann ich es dann irgendwie aufwecken? Beziehungsweise hüpft es dann aus dem Wasser? Was tut es?
Das ist ganz da hinten. Kann ich erst angeln? Weiß ich nicht. See. Kann ich hier das Wasser mit See füllen? Nein. Nein. No. No. Geht also nicht. Okay. Das Vieh, mit dem kann ich auch nichts anfangen. Das ist einfach da, aber irgendwie auch nicht so wirklich. Okay. Hier auch die Pilze, die sie wieder ausbreiten, ne? Oh Mann. Okay. Ja, deswegen ein Lichtchen. Was macht denn nicht das Wasser? Was passiert hier? Wasser in den See schmeißen ist nicht die Lösung. Zurück ins Wasser auch nicht. Ach Mann, was übersehe ich denn jetzt schon wieder? Ich verstehe es nicht. Möchtest du denn irgendwas haben von uns? Also Brombeeren haben wir schon getestet. Mag es nicht. Es mag nur dieses komische, die Melodie. Und der braucht ein Auge. Was denn für ein Auge? Kannst du durch die Flasche sehen? Nee. Papier ist Auge genug. Wieso krieg ich den dummen Schneckenschleim nicht mit? Der Natram. Sie will eine Art Melodie haben. Sie scheint so traurig, ohne ihre Flügel zu sein. Flügel. Der eine Rabe hat davon gesprochen, seine Fähigkeit verloren zu haben, in die Zukunft zu sehen. In die Zukunft sehen. Was mache ich mit dem angekohlten Ast? Kann ich damit das abdingsen? Eisenmünze. Schlammige Tafel. Wieso habe ich eine schlammige Tafel? Was soll das denn? Schlamm? Schneckenschleim. Wirf mit Steinen. Schlag sie kaputt. Ein bisschen Wasser raus, das nützt aber nicht so viel, oder? Was sagt denn die Elfe? Mit der haben wir schon gesprochen. Anpacken. Vielleicht mitnehmen. As the small creature's hand got closer, the Alva looked up, startled. The creature realized its mistake and quickly pulled back its hand. Achso, anpacken ist nicht. Dann, reden. She seems so unhappy. The creature thought while listening to the lonely Alva humming a sad melody. I hope I can keep my promise. Jetzt hast du eine Melodie gehört. A beautiful wingless Alva sat. Bisschen Kopf hängen. Ich verstehe es nicht. Was will sie denn? Was will sie denn haben? Will sie in die Flasche? Ach, Mann. Will sie in Papier? Schreib doch mal die Melodie auf. Wie kann ich denn die Melodie einfangen? The small creature quietly listened as the wingless Alva began to sing. Ja, ja. Es leuchtet das Ding. Okay, habe ich irgendwas übersehen? Hier ist nur das Gestrüpp, mit dem kann ich aber nicht so viel anfangen. Das Gestrüpp. Kann ich irgendwas mit dem Gestrüpp machen? Nee. Was muss ich denn hier machen? Und wieso habe ich etwas, das aussieht wie ein Bötchen? Aber wahrscheinlich gibt er mir dann immer mehr und immer mehr und ich muss davon segeln und nicht wegteleportieren. Dann komme ich auf die andere Seite und das nächste Mal gibt es dann den... Das nächste Kapitel ist dann der Berg da hinten oder so mit dem komischen, der komischen Kreatur. Nachthimmel. Even during a night as dark as this one, the clear sky allowed the stars to shed their light on the small creature's surroundings. Tja. Und nur? Licht.
Ja, weinst du? Tja, da rüttelt nur das Gebüsch. Aber ich kann nichts damit anfangen. Oder muss ich selber hier im Gebüsch stehen? Näher ran geht nicht. Ein Gebüsch. Da aber das Gestrüpp. Irgendwie müssen wir hier Flügel basteln. Können wir denn irgendwas machen? Getrocknete Blumen. Ast und Rinde. Schlammige Tafel. Ein leeres Papier. Aber wieso? Jetzt habe ich das aktiv. The small. Zum Nachthimmel. Oder wenn sie sinkt, kann ich dann irgendwie das aufsammeln. Und die Tränen in Kombination. Und jetzt noch leuchten. Ich bin verwirrt. Und hier raschelt's nur. Okay, wo ist denn hier der Ansatzpunkt? Was mit dem dummen Eisenring? Was kann ich damit machen? Eisenring. Eisenring und Brombeeren, klar. Putz schlagen. Oh, das ist doch scheiße. Ja, geht nicht mehr klar. So. Ich dachte gerade. Wirf den Stein ins Wasser. Nachthimmel. Ist immer gleich, ne? How wonderful it would be if they could shine like that forever. Das wäre natürlich echt super. See. The lake was still. The water looks awfully dark. The small creature said. Nacken is a. Ja. Bin schon wieder an dem Punkt, weiß nicht weiter. Ich will aber nicht nachgucken. Kann ja wohl nicht angehen. Das muss auch sich irgendwie mal erschließen. Tja, ich brauche ein Auge, ich brauche Flügel. Und die Melodie. Und wie kriege ich das hin mit der Scheiße, die ich im Rucksack habe? Nee, nicht. Schätze ich mal. Hä? Schreibutensilien. Ach, ich habe die beiden noch nicht miteinander verbunden. Oh, Junge, ist das scheiße. Okay, wir haben Schreibutensilien. Jetzt hau mal rein. The small creature quietly listened as the windless Alva began to sing a sad, enchanting melody. While looking towards the dark sky. Jetzt. Hast du es notiert? Ah. Hau in die Tasten. If it's not too much trouble, do you think you could share your beautiful song with me? The small creature asked nervously. The wingless Alva's face lit up for a moment, giving the creature a slight nod before writing down the notes on the paper. Okay, es schreibt, jawohl, wir haben die Notiz von ihm aufgeschrieben bekommen. Ist sie immer noch, ist sie ein bisschen glücklicher oder wie, oder was? Oder weint sie immer noch? Klar, immer noch keine Flügel, aber wenigstens, ja, ein Schritt weiter, ist okay, Elfe. Wir kriegen das schon hin, wir kriegen das hin. Alles gar kein Thema. Jetzt haben wir nämlich die Melodei, Notenblatt. Hier mit See, mit Nixe. Mitnichten. Why don't you come out in the water and give it to me? It's a little cold, yes. But once you're in, that feeling will soon go away. Trust me, Nacken said with an encouraging smile. I think I have to come up with another way to give this to him. The small creature thought to itself as it stood on the shore looking out over the dark lake. Ja, entweder, ich würde sagen, das Bötchen, oder?
Ha! Rindenboot, perfekt. Auf den See. Ja, jetzt ergibt sich wieder alles. Irgendwo ist immer der Wurm drin. Achso, jetzt der Wind. Richtig? Ah, sauber. Jetzt fügt sich eins zum anderen. Now, this is surprising. Ja? I didn't actually think you could obtain something like this. Nacken said, seemingly impressed by the melody written on the note sheet. Ja, beeindruckend, was? Tolle Melodie. Very well. I suppose you have earned somewhat of a reward. Oh. Look into the shallow water at your feet. There should be something suitable buried in the sand. As the creature searched the bottom, it found a large mussel. Now I don't have time for you anymore. With this melody and my ability, I'll be able to surpass all others. As Nacken disappeared into the murky water, a subtle violin could be heard stemming from the depths of the lake. So, macht sie vom Acker. Ist überrascht, dass ich die Melodie auftreiben konnte. Jetzt macht sie vom Acker, weil jetzt müssen wir die ganzen Energie nutzen. Jetzt hört man die Violinmusik im See. Ah ja. Mal schauen, was jetzt abgeht. Okay, die Irrlichter sind immer noch da. Der See ruht still. Kreatur da hinten gibt es immer noch. Alles klar. So, nächster Schritt. Wir haben eine Muschel. Ich schätze mal, mit der Muschel kann ich jetzt den Schneckenschleim abmachen. Muschel. No. Verdammt. Ist das dein Auge? Muschel. Ich habe eine Muschel. Ist das gut oder schlecht? Kann ich damit die Pilze kaputt schlagen? Ausbuddeln vielleicht. Ja, ich dachte, dass man die irgendwie das da festkleben kann. Jetzt habe ich eine Muschel. Was will ich denn mit einer Muschel? Eisenringmuschel. Ach so, da ist eine Perle drin. Das ist das Auge. Ja, natürlich. Iron Ring. The creature was able to break the muscle. As it shattered, a gleaming genau. Pearl was revealed. Und die ist natürlich für den lustigen für das Auge ist das jetzt. Breaking das ist das Auge. The muscle had revealed a gleaming pearl. Ja, eine schimmernde Perle. Schrägstrich Auge. Ooh. The creature uttered, looking at the pearl with big eyes. Ja, ein kleiner Tipp. Ja, mit Augen, verstehe ich. Nimm. The creature reached down and picked up the exposed pearl. Was mit dem Rest? Der Müll zerstört die Muschel. Mitnehmen. Breaking the muscle. Achso, ja, ja, klar. Die nehmen wir auch noch mit. The cracked muscle. Ah, hat keinen Nutzen mehr. Damit auch der Eisenring nicht. Sehr schön, dass das deaktiviert sozusagen. So, Minion, hier ist dein Auge. Jetzt kannst du in die Zukunft sehen. Tatsache. The void has been closed, and once again the coming times are mine to behold. The Natrum croaked as it stared into the distance. Your future is dark, yes, tumbling down into nothingness. The darkness swallows you whole, yes. There is more. Crumbling, yes. Crumbling and then a light shining through the darkness. Escape quickly. Escape the darkness or it will swallow you once again. The Natrum went silent as it once again stared into the distance. As the Natrum finished its foretelling of the small creature's fate, it spread its wings and flew away over the trees, bringing the conversation to an abrupt end. During its departure, the Natrum had shook off two of its black feathers that slowly fell to the ground. Wusste ich's doch. Maybe I can use these to help the sad over. The creature said, watching the Natrum's silhouette grow smaller and smaller before disappearing amongst the treetops. Ja. Es hat uns die Zukunft vorausgesagt und das war eine böse, eine finstere Zukunft. Wir stürzen in die Finsternis, aber dann wird das Ganze an einem Licht weichen und dann wird es wieder hell. Ah ja, und hat sich dann vom Acker gemacht. Den Rest habe ich vergessen. Hat auf jeden Fall die Rabenflügel übrig gelassen. Und jetzt haben wir zwei Federn und die Federn werden wir an die Elfe kleben mit Brombeersaft.
Nee, mit Schneckenschleim. Using the Perfekt. Sticky mucus, the creature was able to glue together the two feathers. Yes, perhaps this will do. It thought, proud of its creation. Da bin ich auch stolz drauf. Ich schätze mal, wir müssen nicht alles benutzen, oder? Teile nimmt man dann wieder mit in die nächste Welt. Sonst beeilen wir schnell wegzukommen, sonst werden wir von der Finsternis umschlungen, hat er noch gemeint, der Rabe. Aber gut, kriegen wir schnell hin. So, wir haben feinste, klebrige Flügel, liebe Elfe. Flügellose Elfe. Bah. Here you go, wings. The small creature said cheerfully and held out its creation. The Alva gave the two feathers glued together by the snail mucus a doubtful look. Try them on, the small creature exclaimed. The Alva stood up and tried to put the wings on her back, but they just fell to the ground. They were simply too heavy. Oh, I'm sorry. I will bring you something else, the small creature stuttered, its face turning slightly red. The Alva let out a disappointed sigh and once more sat down on the stone, resting her head in her tiny hands. Verdammt. Die verdammten Flügel sind so schwer. Oder die Elfe ist so klein. The small creature. Ja, jetzt singt sie wieder. Jetzt war... Hä? Was war das denn? Guck mal, jetzt tropft er... Hä? Jetzt tropft sie vom Ast herunter. Stimmt mit der nicht? Achso, wahrscheinlich Fernweh. Ja, egal. Ich bring ihr was anderes. Ach ja? As the creature turned around, viel mehr Pilze. It noticed the increasing amount of ominous toadstools beginning to move a bit too close for comfort. Heeding the Brunskuber's warning, it decided to find a way to leave the lake. The sad Alva. The small creature suddenly remembered. Without wings, she won't be able to escape by herself. Nimm sie auch mit. Können wir die einpacken? Brauchen schnell was für die Elfe. Ach, guck mal, sie sitzt sogar schon auf dem Ast. Sogar hier sind schon die Pilze. Das sind ja vielleicht Assi-Pilze. Schlagen wir alle kaputt, die Kackviecher. Nanu? Was? Extended Hand. Finish Chapter 2. Ach, das ist Kapitel 3. Oh, nicht die Elfe essen. Die ist ja noch gut. Hexe. Ja, so sieht's aus. Und wir sind eingesperrt. Mein Gott. Das sind ja gute Aussichten hier. Elfe, hungrige Vögelchen, Suppe wird gekocht. Wir sind auch... Stehen auch auf der Liste der bedrohten Kreaturarten. Tja, ob wir hier wieder rauskommen oder nicht, das werden wir beim nächsten Mal sehen. Wenn es wieder heißt, Ocknit. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.